Hallo, liebe Unbefiederten, zweimal da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich sitze hier mit Fräulein Ted und wir nehmen heute an einem Mittwoch das Donnerstagsvideo auf. Da sind so ein paar Fragen, die haben sich gesammelt unter den Shorts und den, dem richtigen Video von letzter Woche. Und da möchte ich mal jetzt drauf eingehen. Ein paar Fragen sind schnell beantwortet. Bist du aus Österreich? Mm-mm. Wir sind aus der Mitte von Deutschland, hier in Hessen, zwischen Alsfeld und Grünberg oder von mir aus zwischen Frankfurt und Kassel, dann ist es vielleicht für Leute, die weiter weg wohnen, besser einzuordnen. Eine weitere Frage war, wo ich meinen Falknerschein gemacht habe und wie ich mich darauf vorbereitet habe. Also es ist so, mein Falknerschein gemacht, die Prüfung abgelegt habe ich im Saarland, im Linzler Hof. Und da habe ich auch diese Vorbereitung natürlich mitgemacht, die man, ich glaube, machen muss, damit man da überhaupt zur Prüfung gehen darf. Das glaube ich schon, dass das so ist. Zumindest bin ich mir sicher, dass es damals so war. Ist schon viele Jahre her. Aber jetzt greife ich mal hier meine Tasche rein, hole mal was Leckeres raus. Mal gucken, ob gleich wieder ein Vogel auf meiner Hand sitzt. Warte mal. Ist ein bisschen komplizierter, immer alles mit einer Hand zu machen. Filmen und das. So, sitzt ein Vogel da? Hallo, guten Tag. Da ist er doch schon wieder, die Polly. Unser Steinadlermädchen. 9 Jahre jung. Ja, aber ich habe vorher schon Erfahrungen gesammelt. Ich hatte ja Jagdschein gemacht mit 17, 18 irgendwann und habe dann ja auch schon mit eigenen Vögeln Erfahrungen gehabt. Am Anfang habe ich immer geholfen bei einem ganz, ganz tollen älteren Ehepaar. Leider ist der Helmut letztes Jahr verstorben. Das waren Helmut und Esther. Die haben im Prinzip nur 2 Orte weiter gewohnt und die haben mich helfen lassen. Die haben mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und da habe ich natürlich dann ganz, ganz viel gelernt. Da war ich dann meistens, ich glaube, samstags. Ich hatte dann aber auch schon erst einen eigenen Vogel. Alles klar. Ja, also sucht euch jemanden, der sich da auskennt. Das wäre jetzt, und jetzt nur weil jemand einen Falknerschein hat, heißt das nicht, dass er sich damit auskennt, sondern das heißt, er hat mal irgendwie diese Falknerprüfung da gemacht, irgendwo, irgendwann. Und hat vielleicht da einen Vogel geflogen oder in der Zwischenzeit oder zwei oder hat vielleicht sogar einen übernommen, der schon alles konnte, den er abgetragen übernommen hat. Also da könnt ihr gar nichts drauf geben. Das wäre so, wenn er mich fragt, wie man eine anständige Schwarzwildbejagung in einem Revier macht. Ich habe irgendwie 18 Jahre Jagdschein, ja, und habe aber nie richtig selbst gejagt mit der Waffe, nur so ein bisschen und im ersten Jahr auch nur. Und habe auch nie ein eigenes Revier bewirtschaftet oder sonst irgendwas. Also ich wäre da total falscher Ansprechpartner. Aber klar könnte ich sagen, ja, ich habe 18 Jahre, sage ich jetzt mal, ich meine es wären 18, könnte auch eher 19 sein, ist egal. Auf jeden Fall, ich könnte auch sagen, ja, ich habe 18 Jahre Jagdschein, ich weiß so, wie das läuft hier. Ja, ist ja Quatsch. Also ich habe ja keine praktische Erfahrung. Also wenn es um so Schwarzwildbejagung zum Beispiel jetzt ginge. Also sucht euch wirklich jemanden, der sich damit auskennt. Und damit meine ich nicht so eine Laume, die da nur mal vor 20 Jahren irgendeine Prüfung gemacht hat und jetzt dir erzählen will, wie das mit den Falken läuft. Ja, und während ich hier das Video aufgenommen habe, hat ein Mann einen juvenilen Habicht abgegeben, der im Hühnerstall saß. Und den bringe ich jetzt in die Auffangstation. Habe schon erst untersucht, der hat quasi nichts, außer die Zunge. Und hat so einen ganz leichten Trichomonadenbefall. Ja, aber das ist nichts Wildes. Das passiert oft. Gerade bei so Vögeln, die gerne Taube essen. Ja, oder kann das passieren? Muss natürlich nicht. Ja, und ist auch ein bisschen nass. Wahrscheinlich ist er deswegen der Frau dann nicht weggeflogen. Ja, dann geht er erstmal in die Auffangstation. Und dann nehme ich mal gleich weiter Video auf. Die nächste Frage war eine Frage, ob die nicht standorttreu sind und so, ob die nicht von alleine wieder zurückkommen. Doch kommen sie normalerweise schon, deswegen funktioniert das ja jetzt hier alles gut, zumindest wenn man mit einem Standpunkt arbeitet, so wie wir. Also hier in der Anlage sind die Vögel daheim, das ist ihr Revier, dann klappt das eigentlich hervorragend. Jagdlich, also Falknerei jetzt mal jagdlich betrachtet, wenn man da jetzt ein Jagdrevier hat, wo man immer mit dem Vogel hingeht zum Jagen, also wo man einen Jagderlaubnisschein hat, dann ist das ja quasi auch sein Revier. Da ist es auch eigentlich kein Problem, wenn man wechselnde Orte hat, Veranstaltungsorte, was eigentlich nicht sein sollte per Gutachten, aber falls es das gibt und ich weiß, dass es das gibt, dann ist es natürlich etwas komplizierter.
Und dann muss man auch aufpassen bei Vögeln im Herbst. Es gibt nämlich halt auch Zugvögel unter den Greifvögeln, Eulen und Falken. Wobei unter den Eulen sind es kaum welche. Bei den Falken, Greifvögeln sind es schon ein paar mehr. Und naja, da muss man halt aufpassen, was man im Herbst zu denen mit denen macht. Ne? Da gibt es Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass die Vögel im Herbst dann noch schneller weg sind. Könnt ihr mal die Portale euch angucken, die einschlägigen, was im Herbst wieder los ist mit Sakerfalken und Steppenadler. Ja, und dann noch wollte ich erzählen, wie die Woche war. Die Woche war ganz durchschnittlich, also ganz normale Woche. Das Wetter war schlecht, die Leute waren lieb, also Durchschnitt im Endeffekt. Vögel waren soweit auch lieb. Und natürlich hat der Stanley wieder irgendwem da in den Arm gepetzt, garantiert. Das könnte ich auch jede Woche erzählen, weil der Stanley petzt halt gerne. Ist aber auch alles nicht schlimm, das gibt so ein kleiner blauer Fleck und dann ist gut. Ja, ja, ich weiß. Ne? Du würdest sowas nie tun. Nein, ach, woher, wie komme ich denn da drauf her? Ja, und sonst ist eigentlich auch gar nichts Wildes passiert. Ne? Mir fällt jetzt auch gar nichts ein. Auffangstation ist jetzt, seht ihr in diesem Video, ein Habicht dazu gekommen. Und sonst ist da auch noch gestern oder vorgestern ein Turmfalke dazu gekommen. Ja, das war es dann auch eigentlich schon. Im Moment wird es in der Auffangstation deutlich ruhiger. Oder nee, ich glaube, da war noch ein Mauersegler dazwischen. Oh ja, der Mauersegler dürfte auch noch diese Woche gekommen sein, seit dem letzten Video. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Ja, ich schneide das Video dann mal zusammen. Freue mich über Fragen, die ihr vielleicht habt. Wir versuchen ja so 5 Shorts, also so 5 kurze Videos hochzuladen. Das hat auch bis jetzt ganz gut geklappt. Und dann das eine lange. Und das hat ja auch schon dann 2-mal geklappt, da ich das ja jetzt hier fertig aufgenommen habe gleich, nur noch zusammenschneiden muss, ein bisschen schnibbeln. Und dann ist jetzt wieder eine Woche rum und dann sind wir eine Woche näher an Weihnachten oder was auch immer. Also halt die Ohren steif. Bis dann, macht's gut, ciao! Ja, hast du noch was zu sagen, Schatz? Gut, dann jetzt wirklich tschüss.